Wir befinden uns in der Löwengasse, der eine Achse zwischen Seldersweg und Katharinengasse. Es ist die Verbindung in der Fußgängerzone zwischen zwei wichtigen Bereichen, nämlich den wesentlichen Einkaufsbereichen der Innenstadt. Hier ist heute die Eröffnung bzw. abschließende Inbetriebnahme der Fußgängerzone. Wir wollen das hier verlegte neue Wasserspiel in Betrieb nehmen. Die Idee war ein Vorschlag der Biebertaler Planungsgruppe, die hier die ganze Innenstadtgestaltung als Vorschlag offeriert haben. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir es in Betrieb nehmen, weil wir denken, Wasser belebt die Stadt. Und alleine die Zuschauer, die hier alle warten, geht das nun los, zeigt, dass hier hohes Interesse besteht. Das Ziel ist, eine gewisse Aufenthaltsqualität, Spielqualität für Kinder zu schaffen. Und gerade vor dem Hintergrund, dass Wasser einen belebenden Charakter hat, soll hier etwas geschaffen werden, was uns die Möglichkeit eröffnet, mehr Kunden, mehr Besucher hier in diese Mitte der Stadt zu ziehen.